Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skyline Snowfall DLC hier bei Heisenberg zockt. Und guck mal, was ist hier falsch? Nein, nicht das Wetter, nein, nicht der Zug hier oben, sondern ja hier. Das Ding hier, in der letzten Folge haben wir hier die Brücke abgerissen und nicht mehr hingekriegt. Nicht in der Breite. Jetzt, ja wahrscheinlich stand in den Kommentaren ein paar Mal, reißt doch einfach alles ab. Wo ist denn das Problem? Das Problem ist da, ich hänge irgendwie an dieser Ecke. Ich mag das, dass die Häuschen hier so stehen, aber ja, wo ihr recht habt, habt ihr natürlich recht. Wir werden das jetzt halt hier mal anders machen. Also die Straße ist schon mal Käse. Wir reißen mal und bauen neu. Die Häuschen verschwinden ja eh, sobald hier das Ding weg ist. Dann kommt das natürlich weg. Hier müssen wir auch nochmal ran. Wird auch neu gemacht. So, dann gibt das hier eine breitere Straße. Denn sonst ersticken wir ganz einfach hier im Verkehr. Jetzt mal gucken mit der Brücke. Das müsste doch jetzt eigentlich machbar sein. Denkst du, irgendwie hat die Straße, sobald sie ein bisschen breiter wird, keine Lust, hier über den Kanal zu gehen. Man sieht es schon wieder. Oder ich muss es halt anders bauen. Wir testen das mal. Ah doch, das geht schon. Wenn wir jetzt in die Höhe gehen und dann hier ein bisschen krumm. Okay, aber ist das auch die Straße, die ich wollte? Naja, eigentlich nicht. Können wir das hier noch ein bisschen verändern? Ja, jetzt geht's noch. Okay, jetzt haben wir die hier. Haben wir die hier? Keine Verbesserung möglich. Nicht, dass ich hier wieder eine Einbahnstraße mache aus Versehen. Wir nehmen mal mit Grünstreifen. Machen das Ändern wieder weg. Und dann gucken wir, wie wir hier reinkommen. So kommen wir hier rein. Gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich noch anschließen. Und im Zuge dessen könnte man hier je nachdem auch noch... Oh, und die Straßenbahn fehlt natürlich auch. Die kommt noch. Wir machen das mal so, dass wir hier so reingehen. Okay, das geht. Und hier gehen wir in die Richtung. Das geht nicht. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen dünner. Mal gucken, ob das geht. Nein, geht auch nicht. Da ist irgendwas im Weg. Die Residential Low. Du kannst nicht im Weg sein. Du kannst ja einfach, mach, dass du wegkommst. Geht nicht. Warum auch immer das jetzt hier wieder nicht geht. Irgendwas ist im Weg. Ich sehe noch nicht, was im Weg ist. Nehmen wir auch nochmal weg. Dann nehmen wir dich weg. Abriss bestätigen. Ja, komisch. Teilweise gewisse Gebäude kann man abreißen. Bei anderen wird gefragt, ob man das wirklich will. So, jetzt kommst du hier hin. Jetzt machen wir hier nochmal ändern. Das geht da nicht. Das geht da nicht. Okay, dann machen wir hier eine Querstraße. Hier rauf, wenn es geht. Ja, geht. So, und dann lassen wir das so. Jetzt müssen wir hier aber tatsächlich nochmal neu einzeichnen. Das waren die Wohnungen dünn besiedelt. Ziehen wir hier rüber. Den Strom da, den können wir eigentlich lassen, so wie er ist. Denke ich mir. Ja, brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir lassen ihn nicht, wie er ist, sondern wir reißen das Ganze ab. Zack, und weg ist es. Und jetzt fehlen hier noch die Gleise. Wie kriegen wir die hier hin? Wir schauen mal bei Straßenbahnen. Das war hier. Da müssten wir die Straße updaten. Sehe ich das richtig? Oder wie kriege ich hier ein Gleis rauf? Einbahnstraßengleis, Straßenbahngleis. Unabhängiges Straßenbahngleis mit Spuren in beide Richtungen. Das müsste eigentlich klappen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier auf Ändern gehen. Dann haben wir... Wir schauen mal. Hier haben wir Gleis. Okay, dann machen wir hier eins. Ja, da macht es die Straße wieder dünn. Nochmal ändern. Okay, dann haben wir hier eine breitere. Hier ändern wir das, hier ändern wir das. Und hier, und jetzt geht es wahrscheinlich auf der Brücke wieder nicht mehr. Oh, doch, geht. Gibt sogar eine schöne Brücke. Cool. Passt das wieder? Ich denke, wir haben es wieder angeschlossen. Jawohl, das passt. Sehr schön. Dann können sie hier nämlich wieder vernünftig bauen. Die sollten eigentlich verschwinden. Nach einer gewissen Zeit zumindest. Denn wir haben ja wieder Schienen. Und die Haltestellen, die berechnet es dann ja je nachdem wieder neu. Also nicht je nachdem, sondern eigentlich, ja, eigentlich macht es das. Im Moment macht es das gerade nicht. Dafür haben wir jetzt hier Stau. Aber ja, man ist halt, wenn man mal eine gewisse Größe erreicht hat, dann kann man sich eigentlich wirklich den Tag damit versüßen, hier ein bisschen im Stau rumzugraben. Sie fahren aber eigentlich. Aber sie kommen hier nicht schön hoch. Wo wollen sie denn hier wieder hin? Hier in diese breite Straße. Können wir das vielleicht noch verbreitern? Die haben da sowieso auch. Die haben was zu meckern wegen den
Ah, jetzt ist schon weg, wegen der Bushaltestelle. Wir machen mal nochmal dich hier hin. Okay. Ändern. Geht nicht, da ist wieder was im Weg. Sonst hätte ich es wahrscheinlich vorher schon gemacht. Was ist hier im Weg? Ein super Recycling-Center. Das verschieben wir mal. Das gefällt den Leuten regelmäßig natürlich nicht. Können wir aber nicht verhindern. Und jetzt machen wir das mal ganz einfach. Hier haben wir ja nochmal eine Straße. Wisst ihr was? Die ziehen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Und dann können wir das Recycling-Center nämlich dahin stellen. So, zum Beispiel so. Ja, das reicht nicht. Das ist zu dick. Moment, ändern. Räumchen. So, mit ein bisschen Glück kriegen wir dich jetzt hier hin. Jawohl, kriegen wir auch. Mit ein bisschen Pech sind das Wohnungen, aber das sind, glaube ich, keine. Nein, das ist Gewerbegebiet. Das passt. Hier hinten haben wir noch einen Bereich, den wir noch hier ein bisschen zukleistern können. Sonst gibt es ja nichts mehr zu kleistern. Nein, aber auch weil der Strom hier im Weg ist, den brauchen wir natürlich auch nicht mehr. So, da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwelche Straßen abreißt. So, und jetzt... Ah, da ist eh schon eingezeichnet. Okay, bestens. Das passt also auch. Da haben wir auch Stau. Wir haben eigentlich überall Stau. Außer da, wo wir jetzt gerade umgebaut haben. Aber auf der Brücke hier, das sieht ja auch eher bedenklich aus. Heiliges bisschen. Ja, man müsste Kreisel machen. Man müsste, man sollte, man hätte, man täte, man sollte noch vieles. Wir machen hier mal noch ein paar Büros hin, würde ich vorschlagen. So, mitten in die generische Industrie eigentlich, aber das ist halb so schlimm. So, da haben wir auch, hier haben wir auch so ein Knubbel. Da können sie nur stehen. Ja, aber jetzt können wir hier vielleicht ausbauen. Wir schauen mal, das Recycling Center ist ja umgezogen. Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Okay, dann haben wir es hier wenigstens ein bisschen breiter. Da müssen wir aber nochmal einzeichnen, dass wir hier Industrie haben wollen. Okay, hier hinten gerne auch. Und sonst hat sich da nichts geändert. Aber hier kommen sie halt auch nicht in die Gänge. Können wir das auch noch verbreitern? Wenn wir schon gerade beim Verbreitern sind. Nein, da müssen wir wieder mit allem umziehen. Dann würde ich das mal lassen. Die Brücke funktioniert auch nicht, sieht man. Ah, schade. Oder einen kleinen Schritten vielleicht. Nee, immer nur Auf- und Abfahrt. Das Ding auch nochmal abreißen, dann müssen wir hier auch nochmal alles abreißen. Was habt ihr denn hier für Sorgen? Moment, nicht genügend Wärme. Oh, ach, komm. Was sind denn das jetzt für neue Moden hier? Die haben hier keine Heizungsrohre, kann das sein? Das sind doch auch Heizungsrohre. Wir machen hier mal nochmal ein Rohr hin. Hier rauf. Dann gucken wir nochmal schnell. So, das müsste doch jetzt aber reichen. Heizungsverbrauch. Oh, wir haben einen zu hohen Verbrauch gegenüber der Produktion. Okay, das ist natürlich dann auch klar, dass das dann nicht funktionieren kann. Was haben wir da denn gerade nochmal gebraucht? Bei der Heizung? War das bei Strom? Nee, irgendwo war doch hier Wärme. Habe ich schon länger nicht mehr gebraucht, merkt man es. Super Recycling Center war es auch nicht. Oh Gott, wo war denn hier... Was haben wir hier? Müll. Nee, da war es nicht. Gesundheitswesen, Feuerwehr, Polizei, Bildung, bla bla bla. Parks und Plätze. Warst du hier dabei? Nein. Warst du hier dabei? Auch nein. Hier haben wir alles Mögliche noch, das wir dann noch hinstellen können. Oh Gott, sowas doofes. Jetzt weiß ich beim besten Willen nicht mehr, wo man die Heizung herkriegt. Wo gibt's denn sowas? Was haben wir hier? Natural Gas. Das haben wir eigentlich schon installiert. Das ist für den Strom. Davon haben wir reichlich. Wir bräuchten hier tatsächlich, so wie es aussieht, mehr Wärme. Moment, ich hatte ja vorher, hatte ich es doch eigentlich angeklickt. Hier unten. Wenn man hier ranklickt, kann man hier vielleicht gucken. Das Gebäude ist an die Heizung angeschlossen. Benötigt immer noch Strom. Aha, was, die haben keinen Strom? Ja, was denn jetzt? Was braucht denn jetzt? Strom oder Wärme? Beides wahrscheinlich. Stromverbrauch, Stromerzeugung, das passt. Dicke. Was nicht passt, ist eben die Wärme. Wasseraufbereitung. Nein, nein, nein. Hier, bla bla bla. Geothermie, da haben wir es doch. Aber war da nicht noch ein weiteres Kraftwerk dabei? Ein Kraftwerk.
Moment, der Name sagt es ja schon, aber hier haben wir halt nichts mehr. Ne, dann war das tatsächlich hier. Lärmbelastung 75. Wahrscheinlich ist das andere, ach hier, die Kesselstation. Ich dachte gerade, das andere sei wahrscheinlich weg. Ja, wenn man da halt über Wochen nichts mehr gemacht hat, weil man nicht mehr genügend Wärme hatte. Oh, wir verbrauchen doppelt so viel, wie wir machen. Ich muss mal gucken, wo haben wir denn? 120 und hier haben wir 80. Das heißt, wir bauen mal solche. Und zwar gleich mal zwei Stück. Und zwar irgendwo, wo wir Lärm machen können. Da haben sie kein Wasser. Jetzt geht sie aber los. Irgendwo, wo wir Lärm machen können, wo es niemanden stört und wo es auch ein bisschen stinken darf. Das wäre dann eigentlich hier, würde ich mal behaupten. So, einmal da, einmal da. Anschließen. Ans örtliche Heizungsnetz. So, einmal mit Kurve funktioniert. Die können wir auch verbinden. Und das funktioniert wieder nicht. Dann machen wir das so. Dass wir hier mal noch in diesen Bereich vordringen. Dann haben wir das hier oben auch abgedeckt. Gut, und das müsste jetzt erreichen. Das müsste sozusagen ins örtliche Heizungsnetz reingehen. Gut, man hat hier schon immer wieder was zu tun. In diesem schönen winterlichen Städtchen. Aha, und hier haben wir ein Müllproblem. Ja, da kann man nicht viel machen. Das Problem haben wir immer, weil wir Stau haben. Das kennen wir noch aus den vorhergehenden Versionen, also nicht Versionen, Staffeln. Wir können trotzdem mal schnell gucken. Aber hier nochmal so ein Teil hinstellen. Mülldeponiespeicher. Guck mal, die Kapazität ist ja viermal höher, fast achtmal höher sogar. Müllproduktion, das bringt nichts. Da müssten wir... Ja, wir könnten vielleicht das Budget noch ein bisschen erhöhen. Haben wir das nicht eh schon? Budget. Müll. Ja, wir sind hier doch. Auch wegen den Schneeräumungen sind wir hier auf maximal. Da können wir nicht viel machen. Eine Zufahrt haben sie ja. Also sie kämen hier tatsächlich nach hier hinten. Die Müllfahrzeuge, wenn sie denn wollten. Sollen wir noch eine weitere Zufahrt machen? Wir nehmen hier nochmal dieses Sträßchen und gucken mal, nicht ändern, sondern bauen. Ja, geht, kostet uns die beiden Gebäude. Das nehmen wir in Kauf und bauen hier gleich mal wieder. Hier lassen wir noch, denn hier kommen dann die weiteren Clarifier hin. Also richtig versorgt werden die halt irgendwie doch nicht. Können wir ja vielleicht mit dieser Straße sogar noch hier hoch? Können wir. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt, aber sonst sieht es wenigstens nett aus, wenn die auch einen Anschluss haben. Und hier unten ein bisschen gebessert hat, aber nicht massiv. Hier, die Kreuzung hier, die ist nicht ideal. Die staut uns hier die ganze Brücke voll. Sieht man hier. Was machen wir mit dir? Die Straße hier ist halt auch... Oh, 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 okay, eben. Aber die können wir nicht verbreitern, sonst müssen wir hier mit allem umziehen. Was haben wir hier denn alles? Ein Kohlekraftwerk. Bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben diese Superdinger. Ja, wisst ihr was? Das nehmen wir mal weg. Bagger. Zack. Abreißen. Was haben wir hier? Eine Fisch... Ich kann es fast nicht aussprechen. Eine Fischstäbchenfabrik und feine Mode. Die drehen da schon, die kriegen die Krise. Enterprises, Hightech. Ich gucke gerade, was wir alles umräumen müssten, wenn wir hier verbreitern. Ah, die Straßenmeisterei, die müsste weg. Okay, wir können ja mal gucken. Jetzt müsste doch eigentlich gehen, wenn man hier unten... ändern. Ja, hier geht schon mal. Hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht. Komisch, sonst müssen wir es halt neu bauen. Ich dachte mir, dass das gehen müsste. Man kann ja die Straße ein bisschen runter verschieben. Die müssen ja nicht links und rechts vergrößern. Wir nehmen mal den Bagger und bauen das mal neu, würde ich vorschlagen. Wo war der Bagger? Hier. Wir gehen in den Pausenmodus. Das ist immer besser. Also das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Oh, da waren wir auch wieder. Schienen, dann kommt ihr weg. Ja, wir machen jetzt hier unseren radikalen Tag. Wenn es halt nicht anders geht. Ja, alles weg. Könnt ihr alles neu hinbauen. Jetzt für den Moment brauchen wir den Platz. Gut. Dich wollen wir verschieben. Geht nicht. Oh, das muss man wieder erst entleeren wahrscheinlich. Nein, bitte nicht. Steht hier zwar nicht, aber okay. Aber jetzt
müsste man doch hier eine Straße durchkriegen. Ja, und zwar, wenn wir sie bauen, nicht wenn wir sie modernisieren. Da ist immer noch was im Weg. Was bist du? Die Fischstäbchenfabrik, sie wehrt sich. Zack und weg, zack und weg, zack und weg. Jetzt machen wir hier den Gnadenlosen. Das geht sonst nicht. Wenn wir schon verbreitern wollen, dann machen wir das jetzt auch richtig. Also dann gehen wir aber hier raus. Geht immer noch nicht. Aha. So geht's. Gut, dann machen wir es eben so. Das ist ja Schnuppe. Irgendwie so. Und dann möglichst gerade nach hier hinten rein. Das klappt sogar. Wahrscheinlich haben wir dann hier wieder ein Problem. Aber jetzt belassen wir es erstmal so. Hier machen wir auch noch breiter. Und hier könnten wir eigentlich auch noch. Zumindest bis hier nach vorne. Wir machen mal, was wir können. Hier müssten wir sonst wahrscheinlich wieder abreißen. Aber das ist ja eh unsere Sackgasse. Dann ist es eigentlich relativ egal. Dann können sie hier noch ein bisschen breiter rüberfahren. Passt. Vielleicht eine zweite Brücke ziehen hier. Wenn wir ohne große Manöver hier rüberkommen, ja. Aber jetzt hier massiv nochmal bauen, würde ich nicht. Machen wir mal. Jetzt hier rüber. Das scheint mir dann doch wieder eher problembehaftet zu sein. So richtig schön ist das eh nicht. was das Ding da vorne angeht. Ja, nee. Da haben wir wieder die gleichen Probleme. Das würde ich bleiben lassen. Gut, dann gibt es ja keine Brücke. Dann kommt das wieder weg. Dann schauen wir, was wir hier neu einzeichnen müssen. Mal hier, das war schon mal schön falsch. Nehmen wir nochmal weg. So, dünn besiedelt hatten wir. Und hier haben wir so ein bisschen dünn und ein bisschen dick. Das lassen wir auch mal. Mal gucken, was sie da hinstellen. Hier haben wir noch Wohnungen. Ja, und deswegen mache ich Gewerbe hin. Moment, da waren die Wohnungen. Hallo, jetzt. So, auch dünn besiedelt. Hier vorne haben wir alles eingezeichnet. Okay, bestens. Gut, jetzt fehlen hier aber wieder die Schienen. Wie haben wir das gleich nochmal gemacht? Straße. Moment, ich guck mal nicht. Autobahn. Nö. Sondern ändern. Dann den hier. Breit. Dann müssen wir die hier nehmen. Und dann haben wir eine zu dünne Straße. Nee, passt. Gut. Geht dann offensichtlich nur mit der. Okay, dann haben wir die Schienen wieder angeschlossen. Wenn wir hier wieder auf Play gehen, sollte das hier vorne eigentlich dann auch wieder weg sein, dieses Zeichen. Sie kämpfen hier um die Kundschaft. Also Schienen haben wir, sie können fahren. Das wird dann schon wieder richtig angeschlossen. Können wir hier auf der Seite, genau, das wollte ich eben auch noch. Aber, oh, jetzt haben wir hier aber ein Stromproblem. Ich wollte gerade sagen, hier eigentlich auch noch bauen, aber ich würde warten, bis wir diese Kachel hier noch gekauft haben. Dann können wir hier nämlich anders bauen. Gut, jetzt ist das Zeichen da weg. Dafür haben wir hier tatsächlich ein Stromproblem. Ist ja interessant. Oh, wir haben ein massives. Wegen dem Kohlekraftwerk, das kann natürlich nicht sein. Habe ich irgendwas abgerissen, worauf ich nicht geachtet habe? Kann natürlich sein, dass dieses Teil, was war hier, wo war es denn? Den Superstrom, hier. Stand das hier unten? Das kann sein. Das wird dann natürlich nicht angezeigt. Von wegen ist... Nee, das ist aber zu groß. Von wegen ist nicht verschiebbar. Das wird nicht angezeigt, weil es eine Mod ist. Das wird wahrscheinlich dann nicht erkannt. Das stand aber definitiv nicht hier. Warum habt ihr ein Problem? Seid ihr nicht mehr angeschlossen? Irgendwie, nee, die sind nicht mehr angeschlossen, weil wir den Strom weggenommen haben. Wenn wir hier den Strom wieder hinstellen, und zwar ganz einfach mit so einer Leitung, eine Leitung mit diesen Masten, kriegen wir dann hier wieder Ruhe oder muss ich tatsächlich noch mal zusätzlich was hinstellen? Aha, wie wild. Okay, nee, das hat schon gereicht. Was haben wir denn jetzt für eine Produktion? Jetzt haben wir wieder 712. Gut, dann passt das. Das war schlicht und einfach nicht mehr angeschlossen. Wir haben es natürlich auch abgerissen, weil ich dachte, die funktionieren eigentlich eh schon alle relativ autonom, die ganzen Sachen. Das tun sie aber nicht. Gut, und hier, ja, hier bleibt der Stau bestehen. Da können wir machen, was wir wollen. Wir könnten hier natürlich mal noch Vorfahrt machen. Und wir müssen irgendwann in Richtung Kreisel arbeiten.
Ja, wir können einfach allen Vorfahrt geben. Bringt das was? Vermutlich nicht. Dann gibt es Unfälle. Wer soll denn keine haben? Ich würde sagen, die hier hinten mal. Lassen wir die mal ein bisschen warten. Und hier vorne. Eben, im Endeffekt wird das Ganze irgendwie halt mit Kreiseln besser funktionieren. Hier vielleicht ein Kreisel. Und hier unten sowieso, denn hier stehen sie überall. Überall, wo man guckt, stehen sie, die Lastwagen. Und hier stehen sie auch schon wieder. Ja, wir haben ein zu hohes Aufkommen mittlerweile für dieses Straßengebilde, was wir hier gebaut haben, zu Beginn. Ganz klar, da können wir jetzt aber auf die Schnelle halt nicht viel machen, sonst müsste ich hier wieder alles abreißen. Das müssen wir aber sowieso wahrscheinlich. Was haben wir denn an Leuten? 33.000. In der ersten Staffel sind wir ja auf über 100.000 gekommen. Mal gucken, ob wir das hier auch noch hinkriegen. Sie hätten gerne Wasser. Das ist mir eine Freude, Ihnen das zu bescheren. So, hier noch, hier rein. Da ist Autobahn, da brauchen Sie kein Wasser. Zumindest im Moment nicht. Und wie sieht es eigentlich hier bei unseren Landwirten aus? Das ist irgendwie mager. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist einfach wirklich schlicht und einfach mager, was hier passiert. Die falsche Taste. Eingezeichnet haben wir es überall, aber es besteht sozusagen kein Bedarf an Landwirtschaft. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oder brauchen die so viel Land? Und man sieht das nicht richtig, weil Schnee drauf liegt. Das könnte ja auch sein, dass hier darunter Ländereien sind von diesen Bauernhöfen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mich dünkt das einfach tatsächlich ein bisschen mager, was wir hier haben. Naja, was haben wir an Nachfrage? Von allem ein bisschen. Immerhin haben sie jetzt mal aufgehört zu schimpfen, dass sie keine Arbeiter haben. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Was habt ihr hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ihr habt auch keine Schule hier. Das war eigentlich eben auch die Idee, dass die dann hier arbeiten. Wenn die zu gebildet sind, werden sie kaum auf dem Bauernhof helfen wollen. Wir haben hier keine Schule, das weiß ich. Wenn man hier so guckt, brauchen wir eine. Ja, wir bräuchten sogar eine. Okay, eine Grundschule. Machen wir mal eine Bibliothek hin, die zählt auch. Wohin mit dir? Hier unten haben wir keine Straße. Und hier mitten rein in die Landwirtschaft möchte ich dann doch nicht. Hier unten haben wir auch keine Schule. Okay, dann kommst du hier hin. Da, wo du dann hinpasst, das wäre hier. Zack. Okay, das freut auch die da hinten und die freut das alle auch. Und jetzt haben wir, okay, so eine Bibliothek haut aber ganz schön rein. 9000. Wie sieht es hier aus mit der Oberschule? Da bräuchten wir auch noch eine. Da haben wir nochmal eine Bibliothek. Achso, nee, das ist ja die Bibliothek. Oh, die Universität. Ich habe eine Universität gebaut, deswegen. Ach, okay, alles klar. Dann fehlt uns aber die Grundschule trotzdem noch. Hier, die. Die habe ich gemeint. Die gilt eben auch als Grundschule. Das sieht man da. Dann kommst du hier gleich mal daneben. So, das freut natürlich wieder alle. Also Universität haben wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und hier ändert sich's ja, aber auch noch ein bisschen. Okay, dann machen wir hier oben nochmal eine Grundschule hin. Zack, okay. Jetzt haben wir 3, 2, 2, 8. Das reicht für ein Momentchen und eben Universität, das reicht ja wirklich für die nächsten 10.000 Jahre wahrscheinlich. Wie sehen die denn aus hier? Ja, sehr nett. Passt relativ gut hier hin. Und hier das Teil. Biblioteca Pública del Estado. Okay, sehr schön. Kaufen Sie neues Land? Nein, wir müssen hier erstmal das noch alles befüttern, bevor wir irgendwas kaufen. Und ich kann nur noch mal sagen, ich bin enttäuscht von unserer Landwirtschaft. Hier passiert irgendwie viel zu wenig. Die, ja, weiß auch nicht, was die haben. Ist natürlich auch nicht das Wetter für Landwirtschaft. Wenn man so Schnee hat, dann muss man natürlich fairerweise auch sagen, das ist einfach nicht ideal für diese Art von Arbeit. Seid ihr schon wieder am Kicken hier? Nein, aber was haben wir denn gemacht? Verloren, ach du grüne Neune. Okay, ist ja schwach. Ich glaube in der ersten Staffel, doch, das erste Spiel haben wir auch verloren. Aber nachher haben wir eigentlich nur noch gewonnen. Mal gucken, ob wir das mal wieder hinkriegen. Und hier schön unsere Hochbahn.
Die funktioniert jetzt tatsächlich in beide Richtungen, nachdem ich hier hinten noch die ganzen Gleise angeschlossen habe. Cool. Hier vielleicht mal noch eine Straße runter, damit dieser Bahnhof auch ein bisschen noch was Zentrales hat. Wo haben wir eine Straße? Hier haben wir eine, dass wir hier der Küste entlang noch eine bauen. Aber die soll nicht mal allzu lang sein, allzu breit. Sondern ich würde hier die Bäumchenstraße nehmen und die hier rausziehen. Und zwar so. So, und dann hier Richtung Bahnhof. Und hier ein bisschen der Küste entlang. Hier dem Gleis entlang. Und da müssen wir ja jetzt noch nicht einzeichnen, was wir da hinbauen. So, machen wir so. Sondern das machen wir dann, wenn wir eine gehörige Nachfrage haben. Hier unten. Ja, primär Büros. Das bräuchten wir noch. Ich möchte hier aber eigentlich Wohnungen haben. Wobei, beim Bahnhofsbereich, wisst ihr was, da machen wir mal noch ein paar Büros hin. Und zwar dicht besiedelt. Hier unten. Denn hier haben wir sowieso Krach. Da sind die Leute wahrscheinlich ganz froh, wenn sie hier nicht wohnen müssen. Dann ist die Bahn noch da. Aber hier oben würde ich Wohnungen hinmachen. Gut. Das waren jetzt aber nicht Büros, das war Gewerbe. Ist aber auch egal, dann haben wir hier Gewerbe, dann machen wir die Büros hier hinten. Man müsste jeweils genau gucken, was man am Haken hat, damit man das auch vernünftig macht. Wir haben eigentlich kein eingezeichnetes Land mehr. Wir müssten doch mal kurz was einzeichnen, dann müssen wir uns aber kurz fragen, wo würden Büros noch Sinn machen? Eigentlich überall, hier drin, aber das ist halt der Clarifier-Platz. Aber hier könnten wir natürlich noch ein Riegelbüro hinstellen. Um diesen Bahnhof rum. Jetzt habe ich auch die Büros. Tatsächlich. Sehr schön, da haben wir auch noch ein paar. Vielleicht gibt es noch Einzelbüros. Dann müssen wir natürlich da gucken, wie sieht das hier aus mit der Wärme. Passt, hier hinten passt es noch nicht. Dann machen wir das passend. Gut, bauen sie schon. Ja, erste zaghafte Häuschen entstehen. Sehr nett, hier mit Bahnübergang und Co. Cool. Da hinten ist gerade ein Zug unterwegs. Von hier kommt aber gerade keiner, sonst hätte ich glatt gesagt, dem schauen wir mal noch schnell zu. Aber von da oben kommt noch mal einer. Und hier haben wir ordentlich Leute, guck mal. Und die Eisenbahn verlangt nach Winterdienst. Aha. Haben die keinen eigenen Winterdienst? Das ist ja auch nicht schlecht. Naja, gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal so fürs Erste von diesem Snowfall DLC. Wenn jetzt nicht alles schief geht und ich die Zeit nicht finde, dann wird im nächsten City Skylines das Natural Disaster zuschlagen. Und wahrscheinlich eben bei unserer Stadt aus der ersten Staffel. Oder wir machen es hier. Ich werde mir das mal überlegen. Lasst euch überraschen. Gut, danke fürs Zusehen. Wir werden das Snowfall DLC dann aber natürlich nicht ganz vergessen. Wir werden hierher zurückkehren. Mir gefällt das so gut mit dem Schnee. Ich möchte hier schon auch noch weiterspielen. Aber jetzt gibt es dann wahrscheinlich erstmal, wie gesagt, Naturkatastrophen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.